Seit vergangenem Dienstag können Interessierte in der St. Agnus-Kirche in Köthen eine Ausstellung zu Heinrich Melchior Mühlenberg bestaunen. Joachim Liebig, Kirchenpräsident der Evangelischen Landeskirche Anhalts, eröffnete diese Wanderausstellung, die in den Frankischen Stiftungen in Halle erarbeitet wurde. Heinrich Melchior Mühlenberg war der Begründer der lutherischen Kirche in Amerika. Zum 300. Geburtstag Mühlenbergs zeigen die Frankischen Stiftungen zu Halle gemeinsam mit zahlreichen Partnern in Deutschland und den USA eine Wanderausstellung, die den Gründungsvater der lutherischen Kirche in Nordamerika würdigt. Mühlenberg spielt in unserer Partnerkirche in Pennsylvania bis heute eine große Rolle und wird sehr verehrt. Welchen Bezug er zu dieser Region hat, wusste Kirchenpräsident Joachim Liebig. Es ist Teil unserer eigenen Geschichte. Halle liegt vor der Tür, aber es ist vor allen Dingen auch in dieser Ausprägung einerseits ganz vernünftig zu sein und andererseits sehr fromm zu sein. Das zeichnet Mühlenberg aus. Ist es etwas, was unsere Region hier in Anhalt und natürlich in Köthen besonders geprägt hat. Die Ausstellung ist bis zum 24. Juli während der Zeit der offenen Kirche, dienstags bis sonnabends von 10 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr zu besichtigen. Eine Verlängerung der Wanderausstellung ist auch schon in Rede.